Hallo und herzlich willkommen zu Runde 4 unseres Adventsschminkländers von Maybelline. Nicht gesponsert, selber bezahlt. Und Max ist mit Türchen Nummer 4 dran jetzt. Nummer 4, das ist hier so ein langes Türchen. Das hier. Das wird auch Mascara werden wie bei mir. Oder? Es ist sogar noch länger, oder? Das sieht fast gleich lang aus, würde ich sagen. Es sieht nur ein bisschen breiter aus bei mir. Hahaha, was ist das? Ja. Lash Sensation? Ja. Aber das sieht anders aus. Das sieht aus wie so ein. Was ist denn das? Ich krieg's schon mal erstmal nicht raus. Ist schon mal vielversprechend. Oh. Kriegst du es raus? Ich bin da zu doof für. Hier. Ja. Also, wir haben einmal Lash Multiplying Mascara. Schon wieder Mascara. Das ist Mascara, ja. Und jetzt bist du dran. Warte mal, da war irgendwas mit Augenbrauen. Was soll an die Augenbrauen? Lash Multiplier Brush. Also das macht die Augenbrauen voller und sichtbarer. Ja, muss ich mir erstmal die Haare aus dem Gesicht verschneiden. Oh, sogar mit Biegung. Oh Gott. Das macht ein geiles Geräusch, wenn man rein und raus geht. Okay. Na da. Ich mach die Augen zu. Mach die Augen zu. Oh Gott. Denn jetzt kommt Mascara. Musikalischer Einsatz von Fabian. Okay, Moment. Sollte man das so rum machen, wie die Biegung ist? Wenn ich das wüsste, würde ich dir nicht eben das Ding ins Gesicht getatscht haben. Ach du Scheiße. Ah, es sieht wunderschön aus. Ah! Ah! Nein! Ich bin super. Fühlt sich super weird an. Okay. Ich weiß nicht, wie man das sieht mit meinen Haaren. Oder? Ja, was sind deine wunderbare. Guck mal, du musst. Ja, guck mal, das sieht man deine Augenbrauen. Du musst da reingucken. Ja, warte. Ja, man sieht, dass das so wunderschön ist. Das sieht so bescheuert aus. Ja, das ist auf jeden Fall. Zudem, weil ich auch noch super helle Augenbrauen habe, sieht man einfach. Ja, jetzt passen die schwarzen richtig gut. Willst du noch ein bisschen von dem Blush haben, vom Türchen 2? Nee, lass mal. Auf jeden Fall. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wer dem anderen besser den Mascara in die Augen gedrückt hat. Das war's, glaube ich, du. Ich habe das auf jeden Fall besser gemacht. Ich sollte Schminkdesigner. Oh mein Gott! Ich sehe aus, wie wenn ich ein Emo wäre. Ja. Mit diesen finalen Wortausflüchten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao!